Das sind drei Freunde aus Dresden. Sie lernten sich in der Volkshochschule kennen, im Malzirkel. Seit dieser Zeit sind sie Freunde. Das ist Peter Herrmann, ehemals Chemigraf. Das ist Peter Graf, Grabbe nennen sie ihn. Er war als Kraftfahrer tätig. Das ist Peter Makulis, Mac genannt. Er ist Steinbildhauer. Und das ist Jürgen Böttcher, genannt Strawalde. Der Regisseur, der 1961 einen Film über die drei gedreht hat. Der Film heißt Drei von vielen und wurde 1961 in der ehemaligen DDR verboten. Er porträtiert Arbeiter, die sich nach Feierabend als Künstler verstehen. Ihre Themen entsprachen jedoch nicht den Vorstellungen der DDR-konformen Arbeiter- und Bauernkunst. Heute, nach mehr als 60 Jahren, treffen sie sich wieder und stellen gemeinsam aus. In die Volkshochschule bin ich gekommen durch ein Inserat in der Sächsischen Zeitung. Volkshochschule sucht Schüler für den Malkurs Zeichnen, Malen bei Jürgen Böttcher. Dann, als ich die ersten Volkshochschulstunden hinter mir hatte, habe ich immer nur noch von Mittwoch zu Mittwoch gelebt. Ich musste, wo ich rausgeflogen bin, da in Weißensee, musste ich mir irgendeine Arbeit suchen. Ich habe mich dann auch darauf gefreut, wenn ich nach der Arbeit dann ein bisschen malen konnte noch. Ne? Die Geschichte im Zusammenhang mit dem Film von 1961 mit Bildern und meinen Plastiken noch mal zu belegen. Und das sind eben 60 Jahre. Mittlerweile sind wir alle alt. Die Kavallerie 26 in Potsdam nimmt dieses Jubiläum zum Anlass, die vier Maler zu ehren und einen Blick auf ihr 60-jähriges künstlerisches Schaffen zu ermöglichen. Da war ich natürlich ganz froh, mal wieder mit meinen alten Freunden auszustellen. Und es hat sich herausgestellt, dass obwohl die Wege alle anders liefen, dass wir eigentlich der Malerei treu geblieben sind. Für uns ist das ja ein historisch-kulturelles Moment. Ne? Das wird auch nie wieder vorkommen. Wenn alle 85 sind, dann einer über 90. Das ist so wie ein Abschluss. Ich glaube nicht, dass sowas sich nochmal wiederholen lässt.